der 1. Juli, endlich haben wir ihn erreicht. Das bedeutet viele Lockerungsschritte, die ab heute gelten, unter anderem auch für die Gastronomie. Aber wir haben jetzt gestern gehört, der Herr Bürgermeister, nämlich der Michael Ludwig, der hat für Wien besondere Regelungen hervorgekoren. Fangen wir mal trotzdem bei den positiven Meldungen an. Die Sperrstunde fällt. Die Sperrstunde fällt, das ist jetzt fürs Kaffeehaus jetzt nicht so ganz eine Veränderung, weil wir haben es eigentlich eh schon ausgenutzt, genau. Die jetzige Regelung. Aber für alle anderen, die gerne länger weggehen und diese herrlichen Sommerabende in der Stadt oder in ganz Österreich genießen, die freuen sich. Und die Gastronominnen und Gastronomenkollegen natürlich auch. Das ist natürlich ein sehr positiver Schritt für die gesamte Gastronomie, auch für die Nachtgastronomie. Man muss ja dazu sagen, seit März 2020 hatten die geschlossen. Jetzt darf man das wieder öffnen. Aber blicken wir jetzt einmal ganz konkret auf Ihren Betrieb. Sie sind ein Café. Das heißt, es gibt jetzt ein paar Lockerungen, wie jetzt ja zum Beispiel auch das Thema Maskenpflicht. Wie wird das jetzt angenommen oder vor allen Dingen, wie war das bis jetzt überhaupt? Waren die Gäste sehr diszipliniert? Haben sie sich wirklich an die FFP2-Maskenpflicht gehalten? Ich muss sagen, es gibt was Positives. Die Gäste, unsere Kunden sind diszipliniert. Das eine sind die Masken, das andere sind die Tests, die sie herzeigen, bereitwillig. Und die jetzige Regelung erlaubt es ja, und das ist einfach das Schönste, dass auch unsere Mitarbeiter die Masken abnehmen dürfen. Die Gäste durften das natürlich, wenn sie Platz genommen haben, sowieso. Aber jetzt dürfen es auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und jetzt sieht man endlich wieder das Strahlen. Es ist ein ganz anderes Bild, muss ich sagen. Ich komme gerade aus einem unserer Kaffeehäuser und das ist... Es geht ihnen das Herz auf. Jetzt müssen wir das Lächeln wieder lernen. Ja, ja, aber ich glaube, das Lächeln, das haben wir alle jetzt wieder durch die Lockerungen, die uns ja alle betreffen. Ist das jetzt auch ein notwendiger Schritt gewesen, wenn man jetzt auch die sommerlichen Temperaturen anschaut? Weil letzte Woche hatten wir Hitzetemperaturen von 37 Grad. Naja, ich sage dann, ich bin vorgestern mit der Bahn gefahren, ein längeres Stück, und war dann froh, dass ich die Maske wieder abnehmen konnte. Also alle, die längere Zeit, und ich meine jetzt nicht nur das Platz nehmen in einem Lokal, sondern längere Zeit und damit arbeiten müssen, wissen, dass das keine große Freude ist, und unter körperlicher Belastung, und Servicetätigkeit ist körperliche Belastung, und unter der Hitze sowieso. Also das ist schon auch ein ganz guter Schritt, auch für die Arbeitsqualität. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man die Menschen auch gerne ihr Gesicht zeigen. Und gerade im Service, die Freundlichkeit, die Mimik, das macht schon aus. Und das, also ich sehe es ist ein Unterschied. Und ich, auch wenn die Gäste das jetzt nicht gerade so mir da jetzt gleich schreiben, es ist jetzt anders geworden, ich sehe, es ist anders. Und interessanterweise, das habe ich auch gesehen, es war in den letzten Wochen schon so, dass man ohne Maske in den Gastgarten sich platzieren konnte. Das ist nicht ganz durchgesickert. Also man hat schon gesehen, dass die Menschen, unsere Gäste, noch immer bemüht sind, Regeln einzuhalten, was ja ganz gut ist. Also das heißt, die Gäste hatten dann noch die Maske auf im Gastgarten? Ja, das Betreten des Gastgartens, das war ja seit einigen Wochen ja ohne Maske möglich, was ja auch, glaube ich, ganz gut ist und auch nachvollziehbar ist, dass das also kein Problem darstellt. Aber die haben auch beim Platzieren in den Garten die Maske aufgesetzt. Also man sieht schon, wir haben in den letzten Monaten viel gelernt und Vorsicht ist ja auch gar nicht so unangesagt. Jetzt ist es so, dass ja Wien andere Wege geht, also in gewissen Bereichen, zum Beispiel auch die Registrierungspflicht. Die sollte ja laut dem Bund ab 22. Juli, so wie es aussieht, aufgehoben werden. Der Wiener Bürgermeister ist gestern vorgeprescht und hat gesagt, nein, für Wien wird das weiterhin aufrecht bleiben. Was ist da Ihre Meinung dazu? Manches hat Symbolcharakter. Wenn ich mir ansehe, wie viele Gäste sich registriert haben, wie viele Daten es davon gibt und wie viele jemals davon abgerufen worden sind. Also in unseren Häusern ist noch nie was abgerufen worden. Aber es zeigt, Achtung, Vorsicht. Das ist so wie die Maske. Das ist auch manchmal nur ein Symbol, ob sie wirklich wirkt, ob es angemessen ist. Aber es ist ein Symbol, dass wir nicht in den Alltag übergehen. Und in Wien sind die Zahlen ja nicht ganz so heruntergegangen wie zum Beispiel in Kärnten. Das hat viele Gründe, es ist eine Großstadt, wir leben enger zusammen, auch eine andere Durchmischung der Bevölkerung und wie auch immer. Und ich glaube, dass die Vorsicht nicht so schlecht ist, auch wenn wir uns alle Freiheiten zurückwünschen. Manches hat das, was jetzt in Wien passiert, auch einen Symbolcharakter, aber nicht ein Justament-Standpunkt, das würde ich so meinen, sondern auch zu sagen, bitte aufpassen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und wir sehen ja aus dem Ausland ganz, ganz beunruhigende Meldungen, oder ich höre es und lese es und dann denke ich mir, naja, ich hoffe, es erwischt uns nicht so, aber gefeit sind wir natürlich nicht. Also das heißt, Sie sehen das eigentlich als einen sehr guten Schritt vom Bürgermeister, kann ich das da heraushören?
Es ist für mich nachvollziehbar, in der Umsetzung wird das jetzt schwierig, weil wir haben jetzt diese Testpflicht für Kinder und Jugendliche ab 6. Das heißt, schon allein der Besuch eines Fastfood-Restaurants, das in der Altersgruppe ja angesagt wäre, oder ich gehe schnell in den Eissalon und setze mich dorthin, ich gehe ins Freibad, da hat man vergessen, dass die Kinder, die Schüler und Schülerinnen eigentlich laufend in den Schulen getestet worden sind und in Ferien fehlt dieses Testangebot. Das jetzt quasi an die Eltern zu übergeben und zu sagen, die Gastronomie und die Freibäder vielmehr wird sie dann nicht sein dürfen, das dann auch kontrollieren, ist schon eine Sache, das ist schon eine besondere Insellösung, würde ich sagen, weil da werden jetzt Familien, Eltern, Erziehungsberechtigte und auf der anderen Seite die Gastronomen, aber auch, muss man sagen, auch die Bademeister bei den Freibädern aufgefordert werden, Sheriff zu spielen. Und das möchte ich mir jetzt anschauen, wenn eine Familie da mit Kind und Kegel, im wahrsten Sinne des Wortes, an der Freibadkasse steht und ein Test dann vielleicht 2 Stunden abgelaufen ist oder einen Tag abgelaufen ist, schickt man die jetzt alle nach Hause. Also das kann dann schon recht wienerisch enden, nämlich auch lautstark. Ja. Lautstark ist ein gutes Stichwort. Die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat sich jetzt schon zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass diese Regelung, die ist also sehr unpassend, jetzt auch für den Sommer, der steht ja jetzt vor der Tür. Glauben Sie, dass vielleicht viele auch dadurch überlegen, zu Hause zu bleiben und sagen, okay, nein, wir gehen jetzt weniger essen oder weniger Eis essen, Kaffee trinken? Ja, es fehlt die Spontanität, das muss man so sagen. Wenn ich jetzt sage, ich bin am Arbeitsplatz getestet, ich bin geimpft, ich bin 2-mal geimpft, ich erfülle die 3Gs als Erwachsener, und jetzt nehme ich meine Kinder und gehe schnell am Abend essen, sei es amerikanisch auf Fastfood, sei es eine Pizza, ein Eissalon oder ins Kaffeehaus, wie auch immer. Ich glaube, die Spontanität fehlt. Und was man auch nicht vergessen darf, Wien ist ja umrandet von Niederösterreich. Also alle, die am Stadtrand wohnen, können sich überlegen. Fahre ich nach Stammersdorf oder nach Hagenbrunn, fahre ich nach Mauer oder fahre ich nach Berchtoldsdorf? Das fällt mir jetzt ein. Und da gibt es natürlich auch in Wien, bleibe ich in Simmering oder fahre ich nach Schwechat, das kann ich mir dann schon überlegen. Also da sieht man, dass die Stadtgrenze ja nur durch eine Tafel signalisiert wird, aber sonst ist das ja kein unüberwindbarer Korridor. Also die Randbezirke, da wird es schon einen Austausch geben, wegen der Spontanität, weil das Testen, regelmäßig Testen ein Aufwand ist, das haben wir schon auch gelernt. Und dass man irgendwann mal aus diesem Testrhythmus fällt, glaube ich, das hat auch schon jeder erkannt. Vor allem, wenn es um eine Familie geht, die zu dritt, zu viert, zu fünft ist, wenn man die Oma noch mitnehmen zu sechst, also dass alle dann den richtigen Bescheid auch eingesteckt haben. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist dann auch eine Organisation. Spontan ist da oft nichts mehr. Ja, jetzt haben Sie gerade angesprochen, die Randbezirke, das ist das eine Thema, aber wir sprechen ja auch über den Tourismus. Heute haben wir auch vom Außenminister Schallenberg gehört, es gibt viele Änderungen, also viele Länder sind jetzt auf grün gesetzt worden, dass die Einreise wieder erleichtert wird nach Österreich. Glauben Sie, dass jetzt durch diese Verlautbarung gestern auch vielleicht viele zum Beispiel in Deutschland sagen, na okay, dann bleiben wir lieber in einem anderen Land oder gehen wir in die Steiermark oder woanders hin, bevor wir nach Wien gehen, wo wir dann diese Spontanität erschwert haben durch Testzentren, weil die Wohnzimmertests gelten ja auch nicht mehr. Gut, die haben für die Touristen nicht ganz so gegolten. Jein. Der Städtetourismus leidet sowieso. Weil der auch sehr international ist und ich habe das gestern in einer Diskussion gehört, der hängt auch sehr von der Langstrecke ab, heißt das. Also Langstreckenflieger, Amerikaner, Asiaten, arabischer Raum, die bringen sehr viele Gäste nach Wien, das sind auch Kongressgäste. Das fehlt und das wird noch sehr lange fehlen. Der Kurzurlaub oder ich setze mich ins Auto und fahre schnell wohin, in die Bundesländer, der kann durch alle Grünzeichen natürlich boomen. Das hat es auch letztes Jahr getan, also alles, was im Freien im Sommer ist. Die Stadt leidet. Die Stadt leidet aus vielen Gründen und das ist noch ein langer Weg zurück und die Hotellerie hat Buchungszahlen, die sind so inferior gering, dass man sagen würde, weiß nicht, vor 2 Jahren hätte man die Hände über den Kopf zurückgeschlagen, aber auch bei uns, unsere Lokale in der Innenstadt verzeichnen derzeit einen Umsatzminus von 50%. In Schönbrunn gibt es überhaupt keine Umsätze, weil dort fehlen die Touristen, die das Schloss besuchen. Also man sieht, die Covid-Krise, die Pandemie ist noch nicht vorüber und wirtschaftlich auch noch lange nicht, aber das trifft sehr stark den städtischen Tourismus. Jetzt haben Sie mir gerade das Stichwort gegeben, nämlich die Wirtschaft. Sie haben selber gesagt, Sie sind auch betroffen. Was wünschen Sie sich denn von der Regierung jetzt? Noch mehr Unterstützung in Form von finanziellen Mitteln
oder noch weitere Erleichterungen, dass der Bürgermeister doch umschwenkt, was jetzt auch das Thema Testen angeht? Das Thema Testen und diese Formalitäten sind eine Sache, das ist sehr, sehr, sehr kurz- und mittelfristig. Die staatlichen Unterstützungen, das ist auch sein Thema. Im Grunde möchte jede Unternehmerin weg von diesem Tropf. Das ist auch nicht sehr ehrrührig, da sagen, ich brauche Geld, bitte gib mir das. Aber jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin kennt das auch. Arbeitslosengeld, wenn man keinen Job mehr hat, das braucht man auch. Und das steht einem auch zu irgendwie, und das ist für Unternehmer momentan auch so. Man darf sich nicht blenden lassen, die Zahlen, die an Wirtschaftshilfen gezahlt werden. Wenn man sich das in konkreten Zahlen in Euro anschaut, die wirklich geflossen sind, und dann unterschreitet es die Zahl, die jährlich ins Pensionssystem zugeschossen wird. Also die Wirtschaftshilfen der größten Krise Österreichs sind monetär wesentlich weniger, als was jedes Jahr ins Pensionssystem zugeschossen wird. Ich will das nicht vergleichen, ich möchte nur die Gewichtung sehen, das wird sich Österreich auch leisten müssen. Manche Branchen werden es schwer haben. Was wünsche ich mir als Gastronom? Ich wünsche mir einen sehr guten Arbeitsmarkt, weil was wir in Zukunft brauchen werden, sind sehr gute, großartige Mitarbeiter. Ich wünsche mir auch die Bereitschaft der Gäste, etwas mehr zu zahlen, weil gute Menschen, gute Mitarbeiter wollen gut bezahlt werden. Das geht aber nur über Preise, die man im Lokal realisieren kann und die Gäste auch gerne bezahlen. Und wenn ich mir die Diskussion von gestern anschaue, es ist unglaublich. Also die Gastronomie hat ihre Preise angeblich vom Schnitzel, das ist also ein Testkiss, um 4% erhöht. Also das durchschnittliche Schnitzel kostet jetzt nicht mehr 10 Euro, sondern 10,40 Euro. Naja, ich glaube, das macht jetzt den Konsumenten nicht arm, und man sieht auch, dass die Relation da, auch wenn das jetzt vielleicht eine unglaubliche Zahl ist, 4%, vielleicht ist es auch gar keine so unglaubliche Zahl. Also die Gastronomie braucht Umsätze, die braucht gute Mitarbeiter müssen gut bezahlt werden, und diesen Kreislauf, den muss man mal irgendwie in Gang bringen. Stichwort Facharbeitermangel, das ist manchmal eine, wie bringen wir die Gäste in die Gastronomie zurück? Also, und wie bringen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in die Gastronomie zurück? Das sind so Themen. Der Arbeitsmarkt ist leer gefischt worden. Durch die langen Lockdowns haben andere Branchen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geholt, was verständlich ist. Aber da brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Mhm. Und der Rest, ja, Unternehmen, die geringe Umsätze machen aufgrund der Pandemie, und das sieht man ja, ich weiß es von meinen Kolleginnen und Kollegen in der Innenstadt, in Wien, lang hält man das nicht durch, weil die Wahrheit kommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Aufsperren heißt ja nicht, heißt zwar Umsatz, aber Umsatz heißt nicht Gewinn. Und man sieht schon, wenn ein Unternehmen 50% des Normalumsatzes erwirtschaftet, dann ist das knapp. Wenn jemand in seinem persönlichen Einkommen nur 50% seines Einkommens, seines Lohns am Konto hat, merkt man, da rutscht man schnell ins Minus am Konto. Und das passiert, glaube ich, jetzt verstärkt. Also mein Wunsch ist eigentlich sehr konkret, Facharbeiter, das ist ein mittel- bis langfristiges Ziel, und gleichzeitig aber die nicht schlechte Förderung über eine reduzierte Mehrwertsteuer, die wir gar nicht so anwenden konnten, wie sie bereitgestellt war, weil wir viel zugesperrt wurden und jetzt, wo wir offen haben, haben wir gar nicht so viel Umsatz. Aber eine Mehrwertsteuerreduktion für die Gastronomie ist schon die Möglichkeit, Eigenkapital zu sammeln. Und das hat vielen unserer Kolleginnen und Kollegen, aber auch in der Krise gefehlt. Also die Branche, da hat man gesehen, Eigenkapital, also Geld, das in der Firma steckt, das die Firmen krisensicher machen sollte, hat im Tourismus sehr stark gefehlt. Und zwar jetzt nicht nur beim einzelnen Wirten, der es vielleicht schlecht wirtschaftet, sondern in der gesamten Branche. Und da sieht man, dass die Branche offensichtlich nicht das Geld verdient, was der Gast glaubt, wenn er dort ein Bier trinkt oder einen Kaffee. Also das heißt, Sie haben schon ganz konkrete Wünsche an die Regierung auch, dass da halt auch in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet wird. Arbeitsmarktsituation, haben Sie ja gesagt, auch die Anregung hier, den Facharbeitermangel noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Sind Sie selber davon betroffen, was das Thema Arbeiter, also beziehungsweise Personal angeht? Sind Ihnen Personen weggefischt worden? Ja. Es ist passiert natürlich das, was halt immer passiert, aber das passiert auch in der Saison so.
Wir haben unsere Mitarbeiter alle in Kurzarbeit übernommen, und zwar unabhängig von wie lange sie bei uns und welchen Job sie haben. Also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit genommen, und die Familienunternehmen hat ja 300 Mitarbeiter und Mitarbeiter gehabt. Das sind natürlich in den letzten 18 Monaten ein paar, haben sich andere Jobs gesucht, und natürlich jetzt im Frühling, aber es ist eigentlich schon Sommer, wo der Arbeitsmarkt wieder offen ist, wo man sich aussuchen kann, haben wir uns natürlich auch welche verlassen. So, jetzt haben wir uns die Mitarbeiter mit hohen persönlichen Kosten, weil Kurzarbeit kostet den Unternehmen sehr viel Geld, über die Krise mitgenommen und jetzt verlassen, nicht alle, aber natürlich den einen oder anderen, und wechseln woanders hin, was auch nicht zu verstehen ist. Nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, und da geht es jetzt, wie die letzten Jahre auch schon, Koch, Köchin, Mangelberuf, aber mittlerweile auch Kaffeeköchin, also an der Bar, an der Schank stehend, ja, bis zu Abwäschern, Abwäscherinnen. Man soll es nicht glauben, der Markt ist ziemlich angespannt. Und nicht nur bei uns, sondern Kolleginnen und Kollegen erzählen, also das ist eine Herausforderung. Ja. Das zeigt aber, dass ich drehe es wieder um. Bis vor 18 Monaten hat die Branche, war eine Wachstumsbranche und war zukunftssicher. Wenn ich mir das jetzt überlege, ist die Gastronomie zukunftssicher, und ich rede jetzt nicht von den nächsten Monaten, gibt es wieder einen Lockdown, das ist im Herbst. Und wenn ich mir das so überlege, das macht manche Menschen unsicher, und man darf auch nicht vergessen, viele Arbeitskräfte, die in Wien sind, kommen ja aus Ungarn, Tschechien, der Slowakei, also aus Nachbarländern. Die waren jetzt 7, 8 Monate zu Hause, haben dort hoffentlich eine Arbeit gefunden, dass die wieder nach Österreich wechseln und sich da wieder eine Wohnung wohnen. Also da muss man schon einen sicheren Arbeitsplatz geben. Das hat gestern ein großes Hotel in Wien gesagt, diese Arbeitsplatzsicherheit und die Perspektive und die positive Stimmung, das trübt die Branche. Mhm. Zumindest im städtischen Tourismus. Ja, also man merkt, da ist wirklich noch einiges offen an Fragen, die hoffentlich dann auch beantwortet werden. So haben Sie auch schon gesagt, wie geht es weiter im Herbst? Da hat ja auch der Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, genau auf diese Maßnahmen deswegen gesetzt, weil er gesagt hat, er möchte einen anderen Start in diesem Herbst haben als im vergangenen Jahr. Abschließend noch, sind Sie jetzt der Meinung, das ist richtig, dass Wien diesen Weg geht, oder könnte man da trotzdem sich anpassen an den anderen? Ich hätte mir gewünscht, dass man kein Extrawürstel macht, aber vielleicht ist das Extrawürstel zutiefst wienerisch. Und wenn man sich das gesamte politische Umfeld anschaut, wer ist die Bundesregierung, wer ist die Regierung der Stadt Wien, sieht man, das ist ein bisschen diametral. Und vielleicht muss man auch hier Akzente setzen. Manches ist ein Politikum, aber das versteht man als gelernter Wiener auch. Aber Vorsicht ist auch geboten, da bleibe ich schon beim Bürgermeister von Wien. Ja, es ist eine Mischung. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in Österreich, so groß ist es ja dann auch nicht, im Gleichklang ticken.